Guten Morgen. Wir haben das letzte Mal über Determinanten gesprochen. Determinante war in einer sehr merkwürdigen Weise definiert, aber jedenfalls eine Funktion, die jeder quadratischen Matrix ein Körperelement zuordnet. Und zwar in der Weise, dass 0 rauskommt, wenn die Matrix nicht invertierbar ist, und irgendetwas anderes, wenn sie invertierbar ist. So dass wir mit der Hilfe der Determinante untersuchen können, ob eine Matrix invertierbar ist, ohne dass wir die Inverse ausrechnen, und die Determinante weiß das einfach. Die Determinante auszurechnen ist aber dann auch wieder nicht so einfach. Irgendwo muss man dann doch die Arbeit tun. Und wir haben gesehen, dass wir die Determinante quasi in derselben Weise ausrechnen können, wie wir sonst Matrizen invertieren, nämlich indem wir eine Normalform berechnen der Matrix und dabei uns merken, welche Zeilenumformungen wir der Matrix antun und was das mit der Determinante macht. Das entspricht jeweils einer Multiplikation mit einem nicht nullen Element. Und wenn dann am Ende eine Normalform rauskommt, die unten eine Nullzeile hat, dann ist die Determinante 0 und dann ist auch die ursprüngliche Matrix 0. Und wenn nicht, dann ist die Determinante ein Produkt von ganz vielen nicht nullen Elementen mal einem nicht nullen Element und deshalb ebenfalls nicht null. Und dann haben wir noch gesehen, dass die Determinante aber jetzt noch mehr kann. Und zwar ist sie auch mit der Multiplikation, mit der Matrixmultiplikation verträglich. Also wir haben die Determinante von A mal B, das war das letzte, was wir das letzte Mal dann gezeigt haben, ist gleich die Determinante von A mal die Determinante von B. Oh. Und das hat aber jetzt sehr interessante Konsequenzen, denn wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, wenn wir sagen, wir nehmen B gleich A hoch minus 1, dann hätten wir die Determinante von der Einheitsmatrix, von der wir uns das letzte Mal überlegt haben, dass sie 1 ist. Das wäre die Determinante von A mal A hoch minus 1. Und nach dem Satz ist das dann die Determinante von A mal die Determinante von A hoch minus 1. Und das heißt, die Determinante von A hoch minus 1 ist gleich 1 durch die Determinante von A. Das ist auch sehr nützlich, das zu wissen. Und das wollen wir natürlich aber nicht aus der Definition der Determinante herleiten, sondern das ergibt sich direkt aus dem, was wir schon bewiesen haben. Und dieser Zusammenhang da oben, der sagt nochmal auf algebraisch ausgedrückt, heißt es, wir haben einen Gruppenhomomorphismus von der Menge, also det ist ein Homomorphismus von der Menge der invertierbaren Matrizen in die Menge der Körperelemente ohne die Null. Das ist mit mal zusammen eine Gruppe. Und wie war das nochmal? Es gab beim Homomorphismus den Begriff des Kerns. Wir hatten auch bei Matrizen den Begriff des Kerns. Bei einer Matrix ist der Kern die Menge aller Vektoren, die, wenn man die Matrix drauf multipliziert, den Nullvektor liefern. Und bei einem Homomorphismus ist das so etwas Ähnliches gewesen. Der Kern ist die Menge aller Elemente in der Ursprungsgruppe, die der Homomorphismus auf das Neutralelement der zweiten Gruppe abbildet. Also der Kern von det war die Menge aller Matrizen in dem Fall, A, KLN, K. Für die gilt die Determinante von A ist gleich 1. Das ist eine Untergruppe, das sieht man leicht, denn wenn man zwei solche Dinge nimmt und man weiß dieses hier, dann weiß man, das Produkt liegt auch wieder drin. Und wenn man das hier weiß, dann weiß man, für jede Matrix, die hier drin lebt, ist das Inverse auch wieder so 1, was da drin ist. Überhaupt haben wir uns vorher mal überlegt, im Zusammenhang mit Gruppen, dass der Kern von einem Gruppenhomomorphismus immer eine Untergruppe ist von dieser Gruppe. Also das hier ist eine Untergruppe von GLNK und man nennt es die spezielle Gruppe. Also dieses wird definiert als SL,
NK. Das brauchst du jetzt nicht weiter zu kümmern. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir hier jetzt wieder es zu tun haben mit einer Gruppe, die wir vorher noch nicht kannten. Wir hatten, als wir über Gruppen gesprochen haben, habe ich Ihnen eine relativ lange Liste von Beispielen gegeben. Aber die wirklich interessanten Gruppen konnte ich Ihnen noch nicht zeigen, weil wir noch keine Matrizen hatten. Aber das hier ist eine sehr interessante Gruppe, die wir jetzt schon seit einiger Zeit kennen. Und hier ist eine weitere, eine neue Gruppe, die wir noch nicht gesehen haben. Die spezielle lineare Gruppe. Oh, und dann gibt es noch eine zweite Sache oder eine dritte. Und zwar haben wir ja überlegt, wie das geht, wenn wir uns eine Matrix invertieren wollen. Das haben wir gesagt, wir machen da Treppennormalform und kriegen dann IN und dann B. Und nach Konstruktion heißt es dann A mal B ist gleich die Einheitsmatrix. Aber bisher habe ich da jetzt noch nicht gesagt, dass das, ich habe dann gesagt, und das B ist dann die Inverse. Das könnte man aber jetzt anzweifeln, weil um Inverse zu sein, müsste auch das umgekehrt gelten, gilt auch BA gleich IN, weil was ich da wirklich gemacht habe, wenn ich die Matrix so invertiere, ist, ich habe eine, man müsste vorsichtiger sein und sagen, ich habe eine Rechtsinverse von A aus gerechnet, denn wenn ich das B ist so gemacht, dass wenn ich das von rechts auf das A drauf multipliziere, nee, das ist genau umgekehrt, oder? Ja. Wenn ich es von links, also nach Konstruktion, ist es so, dass wenn ich das B von links auf das A multipliziere, dann kommt die Einheitsmatrix raus. Und ich müsste mich jetzt fragen, gilt auch AB gleich IN für dasselbe B? Weil nur dann ist es wirklich die Inverse. Weil für die Inverse haben wir definiert, die muss von rechts und von links gleichzeitig die Inverse sein. Und das können wir hier jetzt aber nachweisen, dass das so ist. Eine Antwort. Ja. Und wie machen wir das? Das ist jetzt eine Rechnung, die werde ich sicher nicht aus dem Stand zusammenkriegen. Also zunächst einmal gilt, Determinante von BA ist 1. Und das ist auch die Determinante von B mal die Determinante von A. Und dann muss dann die Determinante von B muss nicht 0 sein. Und daraus folgt dann, dass B hat eine Inverse. Weil das war der Satz, den wir gesagt haben, eine Matrix ist invertierbar, genau dann, wenn die Determinante nicht 0 ist. Okay, das heißt, B hoch minus 1 existiert. Und wir wissen auch, 1 durch die Determinante von B hoch minus 1, das ist dann, das ist dann das, was wir oben gesehen haben, das stimmt schon, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt müssten wir gucken, was passiert denn, wenn ich die Determinante von BA nehme, von AB. Das ist auch die Determinante von A mal die Determinante von B. Das ist also auch ungleich 0. Und nicht nur ist es ungleich 0, sondern es ist, weil dieses Multiplikation ist Multiplikation im Körper, die ist kommutativ, deshalb muss das hier auch 1 sein. Okay. So, und jetzt kann ich gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt AB habe. Also ich weiß, BA ist gleich die Einheitsmatrix. So, und jetzt könnte ich sagen, es gibt eine... Jetzt könnte ich sagen, es gibt eine Inverse von B, die multipliziere ich da so drauf, von links, und dann habe ich hier B mal A mal B hoch minus 1 gleich B hoch minus 1. Und jetzt multipliziere ich nochmal B von rechts da drauf, also die hier beiden zusammen, die geben I. Und dann habe ich hier A mal B gleich B hoch minus 1 B. Und von dem B hoch minus 1 weiß ich, das ist wirklich die echte Inverse. Das heißt, die ist rechtsinvers und linksinvers. Das ist IN. Ah, und dann habe ich es doch hingekriegt.
A mal B ist dann auch En. Und daraus folgt dann, dass bei Matrixmultiplikation brauchen wir nicht zu unterscheiden zwischen Rechts- und Linksinverse. Und das ist gut, weil das heißt, da können Sie das gleich jetzt wieder vergessen. Die Inverse einer Matrix ist einfach die Inverse. So, und da sehen Sie so ein bisschen, wofür wir den Begriff der Determinante brauchen. Wir brauchen ihn nicht, um für eine ganz konkrete Matrix zu checken, ist die invertierbar oder nicht, sondern um allgemein uns über Matrizen Gedanken zu machen. Das ist nämlich das, was für den Begriff der, ja, wofür wir den Begriff der Determinante brauchen. Hier sind noch ein paar andere Beispiele. Zum Beispiel, wenn Sie nehmen Sie ein paar Zahlen, Phi 1 bis Phi n, k, paarweise verschieden. Also das heißt, für alle i und j gilt, wenn i nicht j ist, dann ist das Phi i nicht das Phi j. Und betrachte, also Behauptung, ich mache eine Behauptung. Und zwar nehme ich jetzt n-Vektoren, die Potenzen von Phi enthalten. Also der erste Vektor enthält die Potenzen von Phi 1, 1, Phi 1, Phi 1 Quadrat und so weiter, bis Phi 1 hoch n minus 1. Und die anderen mit den anderen Phis bis zum letzten, der letzte ist Phi n, 1, Phi n, Phi n Quadrat, Phi n hoch n minus 1. Und die Behauptung ist, diese Vektoren, also diese Vektoren, die leben ja in k hoch n, die Behauptung ist, dass diese Vektoren sind linear unabhängig. Und zwar für jede Wahl von phi und vor allem für jede Wahl von n. Also ich habe hier n, ich habe hier eine Behauptung gemacht über n Vektoren, ich weiß nicht mal, wie viele das sind, und kann aber trotzdem sagen, wenn die diese strukturelle Eigenschaft haben, so wie sie hier aufgeschrieben ist, dann folgt daraus, die sind linear unabhängig. Und der Beweis ist, der geht über eine Determinante. Und zwar nehme ich einfach diese Vektoren alle in eine Determinante rein. 1, Phi 1, Phi 1, n minus 1, und so weiter. 1, Phi n, hier so Phi 2 bis Phi n, und dann hier bis Phi n, n minus 1. Und jetzt muss ich irgendwas über die Determinante wissen. Und für die Determinante habe ich jetzt Rechenregeln. Das sind die Dinge, die ich mir vorher überlegt habe in einem Satz. Wie ist das mit der Zeilenumformung und so. Und man kann dann sich überlegen, es gibt folgende Formel. Für diese spezielle Determinante, die diese Struktur hat, kann man zeigen, das ist die, die lässt sich so als Produkt schreiben. Das, J von... Muss ich schauen, dass ich nicht falsch hinkriege. Ja, von 1 bis i minus 1, phi i minus phi j. Genau. Das muss man jetzt auch irgendwie zeigen. Das zeigt man irgendwie mit Induktion nach n. Das ist ein bisschen rechenintensiv, das brauchen wir ja nicht zu machen, das soll ja nur ein Beispiel sein. Jedenfalls, es gibt eine Formel, das ist das Coole, eine Formel, die den Wert dieser Determinante darstellt als ein Produkt von verschiedenen Dingen. Und alle diese Dinge, wir haben gesagt, die Phis sind paarweise verschieden hier, das heißt, je zwei von denen sind nicht gleich, das heißt, die Differenz von je zwei von denen ist nicht null. Und das ist jetzt cool, weil das heißt, jetzt hier habe ich ein Produkt von lauter nicht nullen Zahlen. Das ist dann auch nicht null. Und dann habe ich nochmal ein Produkt von lauter nicht nullen Zahlen, das ist dann aber auch nicht null. Und fertig. Weil dass die Determinante nicht null ist, bedeutet, dass die Matrix, die da drin steht, invertierbar ist. Und dass die Matrix invertierbar ist, ist gleichbedeutend damit, dass ihre Spalten linear unabhängig sind.
Also das ist die sogenannte Wandermonde-Determinante. Okay, also das ist ein typisches Beispiel für wie man Determinanten einsetzt. Man zeigt hier also was für eine gesamte Familie von Matrizen und nicht nur für eine einzelne. Für eine einzelne wird man das mit Gauss machen, aber für so eine Familie ist es mit Determinanten einfacher. Und eine andere Beispielsituation ist, wenn Sie auch wieder eine parametrisierte Familie haben, aber es ist nicht ganz so allgemein wie hier, sondern vielleicht die Frage ist vielleicht folgende: Für welche Alpha in K sind die Vektoren 1, 0 Alpha, 2, 1, 0 Alpha, 0, 1 oder minus 1 hier, so, linear abhängig? Also wie muss ich Alpha wählen, sodass diese Vektoren, sagen wir, die leben in Q hoch 3, linear abhängig werden? Und da ist dann auch wieder die Lösung, nicht, dass Sie das mit Gauss versuchen, weil da stört Sie dann das Alpha, weil im Gauss müssen Sie sagen, ist das jetzt 0 oder nicht 0, das kommt das auf das Alpha an, dann das wird doof. Besser ist mit der Determinante, Sie schreiben einfach das Ding hier in die Determinante rein, so, 2, 1, 0, Alpha, minus 1, 1. Und was ist die Determinante? Das war dieser Trick bei 3 kurz 3, ist das relativ einfach. 1, 1, 1, 2 minus 1, minus 2 Alpha, Alpha 0, 0, dann minus Alpha Quadrat, minus 0, minus 0. Okay, also das ist minus, ja, das ist 1 minus 2 Alpha minus Alpha Quadrat. Okay, das könnten wir jetzt dann lösen. Das ist, glaube ich, nicht so lustig. Also die Frage ist, wann ist das 0? Wann ist das 0? Okay, dann, das ist genau dann 0, wenn minus 1 minus 2 Alpha minus Alpha Quadrat gleich minus 2 ist. Das ist genau dann, wenn minus 1 plus Alpha Quadrat gleich minus 2 ist. Okay, und dann können Sie es lösen. Es geht doch plus. Dann ist Alpha gleich plus oder minus. Minus 1 plus oder minus Wurzel aus 2. Aha, und dann sollten wir es vielleicht nicht in Q nehmen, weil dann geht das nicht, sondern in R. Und dann haben Sie genau die Alpha bestimmt, denn die Determinante ist genau dann 0, wenn diese Vektoren, die da in den Zeilen, in den Spalten stehen, linear abhängig sind. Das können Sie hier einfach dann direkt ausrechnen, aber Sie können die Determinante eben auch ausrechnen, wenn Sie nicht genau wissen, was der Wert von Alpha ist. Dann rechnen Sie einfach mit einem variablen Alpha aus und es kommt dann irgend so ein Ausdruck raus und mit dem können Sie dann bestimmen, was Sie bestimmen wollen. Okay. So, jetzt habe ich hoffentlich Sie davon überzeugt, dass Determinanten nützlich sind. Und jetzt gibt es noch eine Rechenregel für Determinante, die man manchmal braucht. Die mag ich Ihnen noch erzählen. Und dazu brauchen wir dann zuerst einen Hilfssatz, der dann in einem Beweis drin vorkommt. Und das ist dieser Satz, der sagt, wenn ich n plus 1 viele Vektoren habe, so, dann kann ich, und ich hab irgendwie zwei Determinanten, die sich in den hinteren n-1 Spalten gleichen und in der ersten Spalte irgendwas anderes vielleicht haben. Also das hier wäre das V, und das ist V2 bis Vn. Und wenn ich die Determinante hier nehme, diese hier, das ist ein Vektor, das soll anders sein als die Determinantenstriche, und dann Plus, und dann hier habe ich auch wieder so V2 bis Vn in den Spalten stehen, aber hier dann vielleicht hier was anderes, vielleicht ein Grün, so. Das ist das W. Dann sagt der Satz,
Sie können die beiden ersten Spalten zusammenziehen und kriegen dann die Determinante, die hier hinten, also das hier und das hier ist das gleiche, das hier soll auch wieder dasselbe sein, das sind V2 bis Vn, irgendwelche Vektoren, und hier im ersten kriegen Sie dann, machen wir es so, vielleicht so, und dieser Vektor hier, das ist V plus W. Okay, also das ist der hier und das W ist das hier und das V ist das hier. Und die hinteren Teile sind jeweils gleich. Das ist relativ leicht, das nachzurechnen. Das machen Sie wieder mit der Definition. Soweit haben wir jetzt das letzte Mal schon einige gesehen und der hier ist jetzt nicht groß anders. Wenn Sie wollen, können Sie sich den selbst überlegen. Und der Satz, auf den ich eigentlich hinaus will, das ist der hier. Der ist lustiger. Das merken Sie meistens daran, dass die Sätze einen Namen haben. Laplace. Meistens ist es dann nicht der Entdecker des Satzes, sondern es ist aus irgendeinem historischen Zufall nach dem benannt. Ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Fall passend ist. Oft ist es unpassend. Aber jedenfalls weiß jeder, was gemeint ist. Wenn von der Laplace-Entwicklung die Rede ist, dann ist dieser Satz hier gemeint. Also, was sagt er? Wir nehmen eine Matrix, so, und wir führen hier eine Notation ein, A hoch und dann das Paar IJ. Das ist eine Matrix, die hat eine Zeile weniger und eine Spalte weniger. Und das soll die Matrix sein, die ich aus A kriege, wenn ich die ite Zeile und die J-te Spalte lösche. Also ich nehme hier, das ist die Matrix A, dann hier die J-te Zeile weg und die J-te Spalte weg und die ite Zeile weg. Das, was dann übrig bleibt, ist eine Matrix, die hat eine Zeile und eine Spalte weniger. Das soll die Matrix hier sein. Und der Satz stellt eine Beziehung her zwischen der Determinante von A und den Determinanten von einigen von solchen kleineren Matrizen. Und zwar ist es jetzt hier, okay, hier ist jetzt aufgeschrieben. Aber das mag ich lieber hier erklären, wie das zu lesen ist. Also nehmen wir an, wir haben hier so eine Matrix und hier dann auch irgendwas. Machen wir das vielleicht auch wieder bunt, so. So. Was der Satz sagt, ist, Sie kriegen hier diese Determinante dadurch, dass Sie den ersten hier nehmen. So. Und nehmen die Determinante von dem Block hier, von dem Sie aber die erste Zeile streichen, das habe ich schon gemacht, und aber auch noch die erste Spalte streichen. So, das muss ja wieder quadratisch sein. Und dann Minus, jetzt geht es plus, minus, plus, minus. Jetzt den zweiten hier, den Eintrag hier, mal die Determinante von wieder dem Block, bei dem Sie aber jetzt die Spalte streichen, die unter dem hier steht. Also die zweite Spalte. Und dann Plus. Und dann geht es so weiter. Dem hier mal dem Block hier, bei dem Sie die dritte Spalte gelöscht haben. Dann Minus. Minus Gelb mal das hier mit der gelben Spalte gelöscht und dann minus, plus, minus, plus, minus, plus dem blauen mal das hier mit der letzten Spalte gelöscht. Okay, also so ist die Behauptung und noch ein Beispiel mit richtigen Zahlen. Also lustig ist es, wenn Sie eine Determinante haben, wo viele Nullen drin stehen. Also zum Beispiel 5, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 7, 7, 0, 0, 3. So. Und dann würden Sie sagen, okay, nach dem Satz hier, gehe ich jetzt da die erste Zeile durch,
und sage, das ist 5 mal die Determinante, die hier unten steht. 1, 0, 0, 1, 3, 1, 7, 0, 3, minus 0 mal, na, das brauche ich dann gar nicht hinzuschreiben, weil egal was das ist, das ist auf jeden Fall 0, plus 1 mal, okay, und jetzt hier, das wäre 2, 1, 3, 0, 0, 7, 7, 0, 3, und dann plus 0 mal, und das ist mir dann wieder egal, was das ist, ich hatte hier keinen Platz mehr, und dann sehen Sie, da ersparen Sie sich Rechenzeit ein, wenn Sie da wissen, dass da eine 0 ist, dann können Sie da, das gar nicht, brauchen Sie das gar nicht erst auszurechnen, 5, und hier kann ich es jetzt wieder machen, und dann ist auch so, dadurch, dass ich den vorherigen Satz noch hatte, der vorherige Satz vom letzten Mal, der sagte, ich kann Zeilen vertauschen und ich weiß, die Determinante von der Transponierten ist gleich mit der Ursprungsmatrix. Deshalb kann ich das hier, dieses Spiel hier, nicht nur mit der ersten Zeile machen, sondern ich kann es auch mit der ersten Spalte machen. Das ist hier praktisch, weil dann würde ich hier sagen, das ist 5 mal 1 mal 1703 minus 0 mal irgendwas plus 0 mal irgendwas. Oh, das ist natürlich sehr viel einfacher. Dann den hier nicht vergessen. Plus. So, und dann, und den kann ich hier auch mit der zweiten Spalte machen. Mit der zweiten Zeile. Da muss ich nur aufpassen, wie das ist, denn das Vertauschen bringt mir ja auch noch ein Vorzeichen rein. Und es gibt dann so ein Vorzeichen-Pattern, wo man gucken muss. Also plus, minus, plus, minus. Das ist so, wie es im Satz steht. Plus, minus. Und so weiter. Und hier geht es dann minus, plus, minus. Oh, und wenn Sie aber dann so nach der zweiten Zeile entwickeln, dann haben Sie immer das. Dann ist das anders. Und hier ist das, gibt so ein Schachbrettmuster. So. Und so weiter. Das heißt, hier, wir entwickeln nach der zweiten Zeile. Das heißt, das ist minus plus minus. Okay, das ist also plus 1 mal 7 mal. Und dann, was übrig bleibt, ist minus, würde ich sagen. Minus 2, 1, 7, 0 plus 0. Okay, und dann brauche ich nicht mehr so viel auszurechnen, weil das ist jetzt 5 mal 1 mal, und hier habe ich 1 mal 3 minus 0 mal 7 ist 3, also das ist 15. Minus, und hier habe ich 2 mal 0, minus 7 mal 1, das ist also minus, minus 49, minus 49, also plus 49. Also was wäre das dann? 64. Stimmt das? Ja. Okay. Also das können Sie auch nutzen, um Determinanten auszurechnen. Wenn Sie da Gauss gemacht hätten, dann haben Sie irgendwie einen Nachteil eventuell, weil bei Gauss gehen Sie von links nach rechts durch und das ist eine Vorgabe, die einfach im Algorithmus so hingeschrieben ist. Sie könnten auch von rechts nach links durchgehen, aber wenn Sie das in der Handrechnung machen, dann wird's, verliert man ein bisschen das Ziel aus den Augen und vereinfacht immer hin und her. Und mit der Laplace-Entwicklung können Sie es aber runterbrechen. Dann sagen Sie, oh ja, hier hätte ich am besten gleich nach dieser Spalte hier entwickelt. Und dann habe ich in einem Schritt gleich die 4x4-Determinante auf eine 3x3, auf eine einzige 3x3-Determinante zurückgeführt. Und die kann ich dann entweder gleich mit Diagonalen zerlegen oder ich sage, oh, da sind immer noch ganz viele Nullen drin, ich mache das jetzt nochmal und spare mir dann noch was ein. Und dann haben Sie es ganz schnell raus. Also dafür verwendet man das. Das ist das Lustige an der Laplace-Entwicklung. Und Sie können die Laplace-Entwicklung aber zum Beispiel auch zum Beweisen von der Vandermonde verwenden. In so einem Induktionsbeweis können Sie sagen, ich mache jetzt eine Entwicklung und da kommt dann irgendwas raus, was ich zwar nicht genau hinschreiben kann, weil ich Zahlen nicht habe, aber ich weiß, welche Form das hat. Und daraus können Sie dann Schlüsse ziehen mit aus Induktionsvoraussetzung muss das dann so und so aussehen oder so. Also das ist ziemlich mächtig. Ja, nur man sollte was auch beweisen, sonst dürfen wir es nicht verwenden.
Und zwar nehmen wir die Matrix A, die sieht ja so aus. A11 bis A1n, AN1 bis ANN, so. Und wie ist das jetzt mit der Determinante? Was ich machen kann, ist, ich kann sagen, die Determinante nach dem Satz, dessen Beweis wir übersprungen haben, weil wir gesagt haben, das ist nur Rechnerei, kann ich sagen, ich ziehe mir hier, ich spalte das hier auf. Okay. Ich nehme die erste Zeile und sage, dass diese erste Zeile, A11, hier jetzt als Spalte geschrieben, ist dasselbe wie A11 mal 10000 plus A12 mal 010000 plus und so weiter. Und dann kann ich so auch die Determinante aufspalten und kriege dann, das ist A11 mal die Determinante, die hier 10000 hat und hier da den Rest. So. Plus A21 mal 010000 und hier unten den Rest. Plus und so weiter. Plus A1n mal 00001 mal unten den Rest. Okay. Das sieht doch schon mal so ähnlich aus. Was wir jetzt noch zeigen müssten, ist, dass das hier irgendwas, die Vorzeichen fehlen noch. Und hier, was jetzt zu zeigen ist, ist, dass wenn ich hier jetzt da diese Spalte und die erste Zeile, also die erste Zeile und die zweite Spalte löcher, dass das dann genau die Determinante ist, von der ursprünglichen Matrix mit erster Zeile und erster Spalte gelöscht. Und das minus 1 brauche ich noch. Nur das mit dem minus 1, das können wir aber leicht uns verschaffen, weil hier könnte ich ja sagen, ich vertausche die mal. Also hier, das sind Determinantenstriche, hätte ich schreiben sollen. So. Und ja, ich kann die eigentlich alle nach vorne tauschen. Und dann habe ich A11 mal 10000 und hier, das ist noch unverändert. Also das wäre, so. Und dann minus A12 mal 10000, wobei ich dann hier die beiden vertauscht habe. Hier steht da jetzt dann die zweite Zeile und hier die erste Zeile und dann die dritte Spalte. Vierte, fünfte, sechste bis n-te Spalte. Und plus, minus, plus, minus. Plus, und zum Schluss minus 1 hoch n mal. Da, weil hier beim letzten kann ich den nicht einfach gleich nach vorne vertauschen, weil dann hätte ich da hier die Spalte an der falschen Stelle stehen. Das darf ich nicht machen. Sonst würde ich nur ein Minus kriegen. Ich muss den hier so sukzessive nach vorne tauschen. So, und das sind halt dann n-Vertauschungen. Deshalb kriege ich minus 1 hoch n mal a1n mal und dann 10000. Und dann steht hier die n-te Spalte oder der Rest davon und da stehen die jetzt dann immer noch in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, die erste, die zweite, die dritte und so weiter bis zur n-1. Und dann steht ja das im Prinzip schon richtig da. Also da haben wir jetzt gesehen, wo die Vorzeichenwechsel herkommen. Und was wir jetzt noch zeigen müssen, ist einfach nur für so Matrizen, die oben in der ersten Zeile und den ersten Einheitsvektor stehen haben. Also es bleibt zu zeigen, dass die Determinante von so einer Matrix
A1000000, irgendwas, A22, A2N, AN, 2 bis ANN, dass das dasselbe ist wie die Determinante von A2 bis, also wenn ich das einfach so streiche. AN2, ANN. Okay. Machen wir es vielleicht ein bisschen handlicher und schreiben, benennen das um. Ich will B, I, J schreiben für A, I plus 1, J plus 1, weil dann wird es ein bisschen einfacher, das in die, also das hier, das hier wäre die Determinante von 1, 0, 0, 0, hier irgendwas, interessiert mich nicht, und dann wäre das hier B, 1, 1, B, 1, N minus 1, Bn-1, 1 bis Bn-1, n-1, weil dann habe ich hier auf der rechten Seite eine Matrix, die so durchindiziert ist, wie wir das gewohnt sind. Ich beginne mit 1, 1 und die hat halt dann nur n-1 Zeilen und n-1 Spalten. So, also das ist zu zeigen, bleibt zu zeigen. Für alle Matrizen, für alle Bs gilt das. Okay. Ja, dann zeigen wir das. Was ist denn die Determinante hier? Diese Determinante ist die Summe über alle Permutationen Pi über Sn, Vorzeichen von Pi, das war die Definition vom letzten Mal, Produkt I von 1 bis n. Naja, und dann, ja, mit der ursprünglichen Notation würde ich dann hier sagen, dass das nenne ich jetzt dann A11, A12. Dann kann ich es hier einfach so hinschreiben, wie ich es gewohnt bin. AI, Pi von I. Naja, und dann ist das aber so, diese 1 hier, dieses das Produkt hier, das hier ist gleich A1 Pi von 1 mal dem Produkt I von 2 bis N A I Pi von I. Ja. Und dieses 1 Pi von 1, das ist entweder 1 oder 0, und zwar abhängig davon, ob das Pi von 1 1 ist, weil dann greift er den raus und ansonsten würde er einen von den anderen rausgreifen. Wenn das Pi 1 gleich 7 ist, dann nimmt er hier die 0, die da in der siebten Zeile, in der siebten Spalte steht. Und das heißt, das hier ist gleich 0. 0, falls Pi von 1 ungleich 1 ist. Und ansonsten ist das hier 1, also 0 mal dem Produkt ist natürlich 0. Und im anderen Fall ist das 1 und es bleibt dann nur dieses Produkt übrig. Das ist dann das Produkt I von 2 bis N, HI, Pi von I, sonst, falls das Pi von 1 gleich 1 ist. Okay, na, lassen wir das mal so stehen und gucken, was steht hier. Hier steht, ja, das ist die Summe über alle Permutationen Pi in Sn-1, weil das ist ja eine kleinere Matrix, ein N-1 mal N-1. Mal dem Vorzeichen, von dem Vorzeichen von Pi mal dem Produkt I von 1 bis N minus 1 B I Pi von I. Okay, und das müssen wir jetzt mit dem hier zusammenbringen. Nun ist es so, diese Summen über die ganzen Nullen, die kann ich mal aus der Summe rausstreichen. Die Nullen leisten keinen Beitrag zu der Summe. Das heißt, ich könnte sagen, ich lasse mal die Summe laufen über alle Permutationen Pi aus Sn, für die gilt Pi von 1 gleich 1.
Weil das sind mal die, die hier überhaupt nur eine Rolle spielen. Und dann Vorzeichen von dem mal dem Produkt und das ist dann das, was hier steht. E von 2 bis N, A, I, Pi von I. Und was hat das jetzt mit dem hier oben zu tun? Schauen wir das nochmal darunter. Also was da oben stand, war die Summe über alle Pi in Sn minus 1, Vorzeichen von Pi, Produkt stand da, I von 1 bis n minus 1. Und dann Bi, Pi von I. Und dann haben wir gesagt, wir definieren das hier so rum. Kann ich es mal mit den A's schreiben, weil ich will ja was mit den A's da erreichen. Also schreiben wir dann das Bi um in das AI plus 1, Pi von I plus 1. Okay. Oh, und das könnte ich jetzt sagen, das ist, das hier ist dasselbe wie das Produkt von 2 bis n, so wie es hier steht. Und dann lasse ich halt das i, ersetze ich durch i minus 1, damit es da wieder dasselbe ist. Und dann steht da a i minus 1 plus 1 ist i, pi, und dann hier, das passt noch nicht so ganz. Das ist i minus 1, pi von i minus 1 plus 1. Aha. Oh, das ist aber jetzt dann doch dasselbe, weil, wenn ich mir das hier anschaue, das hier, also die Menge aller Pi in Sn, für die gilt Pi von 1 gleich 1, das ist gleich die Menge aller bijektiven Funktionen f von, ja, also nicht gleich. Nein, was ich sagen will, ist das Sn, das Pi. Was macht das Pi? Das Pi sagt, ich setze 1, 2, 3 bis n. Und ich setze aber immer, das 1 ist immer ein Fixpunkt. Das ist hier. Alle, die, wo das nicht ein Fixpunkt ist, spielen nicht mehr mit. Also 1 geht auf 1 und hier, na, hier steht irgendwas, da stehen die Zahlen von 2 bis n. Und hier habe ich die Zahlen von 1 bis n minus 1 und die werden irgendwie permutiert. Nur das ist aber doch dasselbe, also jeder Permutation. Also es gibt eine bijektive Abbildung. Zwischen Sn minus 1 und der Menge aller Pi in Sn, für die gilt Pi von 1 ist gleich 1. Ich muss nur sagen, das was hier der Zweier ist, soll da die Rolle des Einser spielen. Was da der Dreier ist, ist da der Zweier. Was hier der Nner ist, ist hier der n-1er. Und diese bijektive Abbildung, sagen wir f von dem nach da, die sagt wie schreibe ich das hin? Die nimmt halt eine Permutation von hier und bildet die ab auf, das ist genau das, was ich hier brauche. Der sagt hier, Pi von hier, das bildet 1 bis n minus 1 auf 1 bis n minus 1 ab. Und hier ist das alles einfach nur um 1 verschoben. Das heißt, hier das wäre die Funktion, die bildet ab i auf Pi, i minus 1 plus 1. Ja? Also mit anderen Worten, das wäre, genauer gesagt, noch so, falls i größer als 1 und auf 1, falls i gleich 1. So. Also zum Beispiel f von, und jetzt die Permutation, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2. So, das würde abgebildet auf 1, 2, 3, 4, 5. 1 geht nach 1 und dann hier, die werden alle um 1 verschoben. Also 4, 2, 5, 3. Ja, das ist genau dasselbe. Ich habe die Indizes abgeändert. Und dann ist es natürlich klar, wenn ich hier sage, ich habe hier eine
Summe, die über diese Menge hier läuft, und ich habe hier eine Summe, die über diese Menge läuft, aber die entsprechen sich ganz genau. Die einen Permutationen hier spielen genau die gleiche Rolle wie die anderen Permutationen dort. Dann kriege ich, dass die beiden gleich sein müssen. Ich habe zweimal dieselbe Zahl hingeschrieben, nur mit zwei verschiedenen Formeln. Fertig. Dann sind wir durch den Beweis durch. Oh, und dann habe ich aber noch einen Satz, der dann nochmal den Zusammenhang herstellt zum Lösen von Gleichungssystemen. Und das ist der Satz von Cramer. Der geht so, wenn Sie eine invertierbare Matrix haben, also eine Matrix n kreuz n, von der Sie schon wissen, dass sie invertierbar ist, und Sie wollen das Gleichungssystem ax gleich b lösen für eine rechte Seite b, dann können Sie mit Hilfe der Determinante direkt hinschreiben, was die Lösung ist. Die ist ja dann eindeutig bestimmt, wenn das a invertierbar ist, dann ist das b, nein, das x ist gleich a hoch minus 1 mal b. Na gut, okay. Aber wie sehen die Einträge von dem aus? Das steht hier. Die Einträge sind, können Sie als Brüche schreiben. Die haben im Nenner immer die Determinante von a. Und im Zähler haben Sie eine Determinante von einer Matrix, die auch irgendwie eine modifizierte Variante von dem a ist. Und zwar kriegen Sie da die karte Komponente von dem Lösungsvektor x, indem Sie die karte Spalte von dem a durch die rechte Seite b ersetzen. Also wobei ai, vielleicht hätte ich besser geschrieben aj, weil es Spalte ist, die Matrix ist, die aus a entsteht, indem man die j-te Spalte durch b ersetzt. Aha. Probieren wir das mal an einem Beispiel aus, bevor wir versuchen, das allgemein zu zeigen. Beispiel. Nehmen wir 1, 2, 3, 4 mal x gleich 5, 6. Und okay, dann nach der Regel wäre der Lösungsvektor gleich eine Komponente mit zwei Brüchen. So, und die Determinante von a ist 1 mal 4 minus 3 mal 6, das wäre minus 2. Und hier oben hätte ich die Determinante zunächst einmal von in der ersten Komponente, nämlich die erste Spalte, und ersetze sie durch die rechte Seite, 5, 6, 2, 4. Das wäre 20 minus 12, das wäre also die Determinante, das ist dann 8. Und dann wäre das hier 8. Und dann nehme ich 1, 3, 5, 6, das ist 6 minus 15. Ist minus 9, oder? 6 minus 15 ist minus 9. Okay, dann wäre das hier minus 9. Und das wäre dann hier minus 4 und 9,5. Schauen wir, ob das stimmt. Wenn es nicht stimmt, habe ich mich verrechnet. 1, 2, 3, 4. Minus 4, 9,5. Also minus 4 plus 9 ist 5, sehr gut. Und 4 ist minus 12 plus 18 ist 6. Stimmt. Okay, also so geht das. Und warum geht das im Allgemeinen? Ja, das kommt eigentlich jetzt relativ einfach auch aus der aus dem, was wir schon wissen über Determinanten. Denn wenn wir hier die Matrix mal so aufschreiben, so als mit den Spalten A1 bis AN, also das hier sind die Spalten, und wir bezeichnen einfach mal den Lösungsvektor mit X1 bis XN, und dann wissen wir, wenn ich XI, die i-te Komponente, mit der Determinante multipliziere, dann kann ich, normalerweise ziehe ich einen Faktor raus, aber jetzt tue ich einen Faktor rein, ich kann dieses x hier mit einer beliebigen Spalte verrechnen. Ich nehme die i-te Spalte, schreibe das also dann so auf, dass ich hier die Zahl x
mit allen Einträgen der Eaton-Spalte da verrechne. Also das heißt, wenn das das A ist, dann ist die Matrix, von dem hier die Determinante dasteht, dann ist das die, wo hier mal xi gerechnet wurde. Und dann kann ich sagen, naja, was ist denn das B? Das B, das ist ja, es soll ja ax gleich b heißen. Also das heißt, wenn ich hier a1 bis an nehme, mal x1 bis xn, und dann, das ist ja x1 mal a1 plus xn mal b, mal an. Und das weiß ich ja, dass das b ist. Und das bedeutet, dass ich das b kriege, wenn ich auf dieses xi ai drauf addiere, Vielfache von den anderen Zeilen. Zum Beispiel hier addiere ich da das x1-fache von der ersten Spalte da drauf und das x2-fache von der zweiten Spalte da drauf und dann das xi plus 1-fache von der da drauf und das am Schluss xn-fache von der addiere ich alle da drauf. Und was dann da steht in der Eaton-Spalte, da steht dann die Summe über alle xi ai, über alle xj aj. Ja, das ist aber genau b. Fertig. Das ist die Behauptung, denn das ist die Determinante von dieser Hilfsmatrix, die ich gekriegt habe, wenn indem ich die ite Spalte, von dem das hier ja die Komponente sein soll, im Lösungsvektor, durch die rechte Seite b ersetzt habe. Das ist das b. Das heißt, das xi ist gleich, wenn ich das jetzt da durchdividiere, die Determinante von AI durch die Determinante von A. Fertig. Und das gilt für alle I. Aber ein relativ einfacher Beweis, nur deshalb so einfach, weil wir eben schon so viel über Determinanten erfahren haben. So. Jetzt reicht es aber mit Determinanten und jetzt reicht es auch zunächst einmal ein bisschen mit Matrizen und mit Vektoren. Das ist ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen wieder Perspektive herzustellen. Wir haben im ersten Teil der Vorlesung über allgemeine Grundbegriffe gesprochen. Funktionen, Bijektivität, Äquivalenzrelation und dann im Weiteren über Gruppen, Ringe und Körper. Und die Idee dabei war immer, Sie kennen schon die Zahlen, aber vergessen Sie mal die Zahlen. Das, was uns eigentlich interessiert, ist nur Addition und Multiplikation. Und wenn Sie das mit was anderem als mit Zahlen machen können, ist uns das genauso recht. Weil alles, was wir tun, wird aus den Rechengesetzen eigentlich hergeleitet und nicht daraus, dass die 5 eine 5 ist. Das heißt, in gewisser Weise können wir sagen, ich bin davon ausgegangen, dass Sie Q zum Beispiel schon kannten, oder R. Und dann habe ich gesagt, ja, wir verallgemeinern das jetzt und sagen K. Wir nehmen einfach einen Körper und rechnen über diesen Körper und es interessiert uns nicht weiter, wie die Elemente des Körpers aussehen. Und was haben wir dann gemacht? Dann haben wir gesagt, okay, mit diesem Körper machen wir jetzt lineare Algebra. Wir rechnen dann mit Vektoren. Und unter einem Vektor stellen wir uns vor, einfach ein Tuppel von Körperelementen. Ja, ein Körper ist fixiert, der ist irgendwie schon festgelegt, in dem findet die Rechnung statt. Und jetzt haben wir mehrere Körperelemente und die bilden einen Vektor. Naja, und dann kann ich Matrizen bilden, dann kann ich Gleichungen lösen und wir haben gesehen, das hängt alles überhaupt gar nicht vor dem Körper ab. Ich kann halt dann Vektorrechnung machen und natürlich, wenn das hier R ist oder Q, dann kann ich mir da auch geometrisch was dann drunter vorstellen. Dann sind das irgendwie so, diese Mengen der Linearkombinationen sind dann vielleicht so Geraden da drin oder so Ebenen, ne? Oder vielleicht irgendwas höherdimensionales. Wenn Sie Glück haben, können Sie sich das dann auch noch vorstellen. Aber es ist eben eine Vektor- und Matrizenrechnung, die wir aufgebaut haben, über einem beliebigen Körper. Und das, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist ausgehend von dem, was wir jetzt über Vektoren und Matrizen schon wissen, machen wir so einen ähnlichen Fall wie diesen hier. Wir sagen, das ist doch alles sehr konkret. Es ist relativ konkret.
Selbst wenn wir nicht wissen, was das K ist, aber es ist doch sehr konkret, wenn ich einen Vektor so einfach hinschreiben kann. Und brauchen wir das so konkret? Oder lässt sich das nicht auch in ähnlicher Weise verallgemeinern, wie wir aus dem Q und dem R heraus destilliert haben? Eigentlich brauchen wir nur die Gesetze des Körpers und jeder Körper ist uns dann theoretisch gleich Recht oder gleich Unrecht. Und das wollen wir jetzt machen. Wir sagen, wir abstrahieren. Das ist ein böses Wort, weil dann stellt man sich vor, dass das ganz schwierig ist. Es ist aber meistens nicht so, sondern es wird dann einfacher, weil man unnötige Schreibarbeit einspart und die Dinge auf das Wesentliche reduzieren kann. Ich sage deshalb nicht gerne abstrahieren, sondern ich sage, wir verallgemeinern von diesem ganz konkreten Konstrukt, Menge aller Tupel, und Vektor ist ein Tupel, ein Pfeil hier irgendwie, sowas ist ein Vektor, haben wir immer gesagt. Das abstrahieren wir jetzt und sagen, wir nehmen einfach irgendeine Menge V, da ist uns dann wieder völlig egal, was für Elemente die enthält. Und wir sagen, falls diese auf dieser Menge V Rechenoperationen erklärt sind, die dem entsprechen, was wir von dem K und N hier kennen, also eine Addition und eine Multiplikation mit Körperelementen, dann sagen wir, das ist ein Vektorraum. Und da ist uns dann aber dann egal, was das wirklich für Elemente sind, die da drin sind. Das können zum Beispiel solche Pfeile sein, wie wir das bisher immer uns angeschaut haben. Aber wir sehen dann gleich, da gibt es noch viele andere algebraische Strukturen, die genau die gleichen Rechenregeln erfüllen, genauso wie das beim Körper war, wo wir dann gesehen haben, okay, wir kennen Q und R, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dann findet man, oh, hier und da, da sind noch andere Körper und die wollen wir nicht ausschließen. So machen wir das jetzt mit Vektorräumen auch, und das ist die Definition. Dann nehmen wir jetzt das, was vorher bei K hoch N ein Satz war, und sagen, ja, wenn ich bei K hoch N definiere, dass Addition und Multiplikation so und so zu verstehen sind, dann folgt daraus, dass die folgenden Rechenregeln gelten. Es war ein Satz, wo wir den Beweis übersprungen haben, weil das war eh nur nachzurechnen. Aber die Rechenregeln aus diesem Satz, die nehmen wir jetzt her und sagen, wenn ich ein Plus und ein Mal habe, das irgendwie definiert ist auf dem V, dann will ich das V als Vektorraum bezeichnen, falls dieses Plus und Mal gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen und dieses O wieder gemacht sind, dass ich darin so rechnen kann, wie ich es vom K hoch N gewohnt bin. Und hier sind diese Regeln. Erstens, das Plus soll das V zu einer abelschen Gruppe machen. Das bedeutet, Sie können Vektoren addieren, Sie können Vektoren subtrahieren, und es gelten alle Rechenregeln für Plus und Minus. Es gilt das Assoziativgesetz, Sie haben einen Nullvektor als Neutralelement, also alles so wie gewohnt. Und dann das andere, das war nicht wirklich eine Verknüpfung, sondern das war irgendwie sowas, das nimmt, also eine Streckung bei Pfeilen, haben wir uns so vorgestellt, das nimmt ein Körperelement und einen Vektor und macht daraus einen neuen Vektor. Dieses ist das eine Multiplikation, wenn wir es so nennen wollen, Skalarmultiplikation genauer gesagt. Die soll so sein, dass auch wieder gewisse Rechenregeln gelten, nämlich hier das Distributivgesetz. Und hier noch ein Distributivgesetz, das eine, das sagt, ich kann zuerst die Streckfaktoren addieren und dann mit dem mit der Summe strecken, und es kommt dann das gleiche raus, wie wenn ich den Vektor V zuerst strecke, und zwar einmal mit Alpha und einmal mit Beta, und dann die beiden Vektoren hier als mit diesem Plus hier addiere. Dieses Plus hier ist das Plus aus dem Körper. Und mit der Multiplikation gibt es das auch. Also hier haben wir die Multiplikation, zweimal die Multiplikation von hier und hier unsichtbar dazwischen, da steht die Multiplikation vom Körper. Das hier ist wieder die Multiplikation von Skalar und Vektor. Und das ist also wieder ein Distributivgesetz, aber ein anderes. Hier sage ich, ich kann zwei Vektoren zuerst addieren und dann strecken. Oder ich kann jeden der beiden Vektoren
um den gleichen Faktor Alpha strecken und dann die beiden Ergebnisse addieren und das Ergebnis ist gleich. Und das Letzte, was man dann auch noch braucht, was nicht aus den ersten drei schon folgt, und man deshalb hinschreiben muss, weil man es ja doch gerne hätte, wenn ich die 1 nehme aus dem Körper, dann hat die den Streckeffekt wie ein Neutralelement. Die streckt einen Vektor, indem sie den Vektor auf sich selbst abbildet. Und wenn diese Gesetze hier erfüllt sind, also die Gesetze, die hier bei Abelsche Gruppe da in diesem Wort drin versteckt sind, dann müssen Sie schauen in der Definition von Gruppe, was das für dieses Plus hier bedeutet. Und diese 4, dann sagen wir, die Menge V zusammen mit dem Plus von dort und dem Mal von hier, das bildet einen Vektorraum und jeder Vektorraum ist immer aufgespannt, so sagt man, über einem Körper. Weil hier gibt es ja noch den Körper, der ist essentiell für den Vektorraum. Ein Vektorraum ist immer bezüglich einem Körper. Man sagt, es ist ein Vektorraum über K oder wir sagen, es ist ein K-Vektorraum. Oder wir sagen, es ist einfach ein Vektorraum, dann ist aber irgendwo angenommen, alle wissen, von welchem Körper ausgegangen wird. Und es steht irgendwo ein paar Zeilen drüber oder drunter, hoffentlich drüber, was der Körper ist. Und wir sagen dann, die Elemente von V, wenn das V ein Vektorraum ist, dann nenne ich die Vektoren, die Elemente von V nenne ich dann Vektoren. Das verallgemeinert jetzt den bisherigen Begriff. Bisher habe ich gesagt, die Elemente von K hoch N, die solche Pfeile waren, habe ich als Vektoren bezeichnet. Und jetzt ist es so, das ist jetzt nur noch eine mögliche Anschauung von Vektoren. Es gibt jetzt noch ganz viele andere Dinge, die wir auch alle als Vektoren bezeichnen. Auch wenn sie eventuell geometrisch nicht mehr die Assoziation eines Pfeils ermöglichen. Sondern ein Vektor ist einfach jetzt ein Element eines Vektorraums und in dem Vektorraum ist uns egal, wie diese Elemente aussehen, wie man sich die vorzustellen hat. Eben nochmal genauso, wie wir es vorher beim Körperbegriff gemacht haben, da haben wir auch zuerst gesagt, naja, R, das ist so die Punkte auf der Zahlengerade und mit denen kann ich irgendwie rechnen. Aber wenn Sie einen anderen Körper haben, und Sie haben ja einige Beispiele gesehen, dann taugt diese Intuition nicht mehr. Das macht aber nichts, weil Sie können trotzdem so rechnen, wie Sie es von der Intuition her gewohnt sind. Und das gibt Ihnen dann zusätzliche Power, eben auch mit Dingen zu rechnen, unter denen man sich nicht geometrisch sofort etwas vorstellen kann, die sich nur rechnerisch so verhalten, wie die Dinge, unter denen Sie sich was vorstellen können. Der Nullvektor, das ist das Neutralelement von bezüglich Plus. Und das Mal, das hier definiert ist, oder das hier, diese Funktion Mal, die da mit dem Punkt bezeichnet ist, nennt man Skalarmultiplikation. Okay, und den Malpunkt lassen wir dann natürlich auch weg, wenn der uns stört. So, jetzt brauchen wir ein paar Beispiele für Vektorräume. Ein Beispiel ist mal das, was uns als erstes einfällt. K hoch n ist ein K-Vektorraum. Und ja, das ist der Vektorraum, der Pate gestanden hat für die Definition von dem, sind wir ausgegangen und haben gesagt, ja, in dem gelten gewisse Dinge und bei vielem, was wir bisher gemacht haben, also über lineare Unabhängigkeit zum Beispiel gesprochen haben, haben wir eigentlich gar nie genau die Definition von dem Plus und dem Mal verwendet, sondern wir haben einfach nur die Dinge verwendet, die ich jetzt oben zur Definition gemacht habe und die in dem natürlich dann erst recht auch gelten. Ein anderes Beispiel ist, jeder Körper ist ein Vektorraum über sich selbst, wenn Sie wollen. Können Sie sagen, das ist ja einfach k hoch 1. Okay. Sie können aber auch sagen, k hoch 1 ist doch irgendwie was anderes als k selbst. Da kann man dann geteilter Ansicht sein. Aber unstrittig ist, das k ist auf jeden Fall auch ein k-Vektorraum. Jedes k ist ein k-Vektorraum. Aha, aber hier gibt es jetzt noch was anderes. Zum Beispiel die Matrizen. Die bilden auch einen k-Vektorraum. Vektorraum. Das hier ist so zu verstehen, für jedes n und jedes m haben Sie hier einen Vektorraum, nämlich den Vektorraum,
der enthält alle Matrizen mit n Zeilen und m Spalten. Also das hier, so wie vorher, heißt es ja auch, für jedes n ist das k hoch n ein k-Vektorraum. Das heißt, hier stehen ganz viele k-Vektorräume. Für zwei verschiedene n kriegen Sie da zwei verschiedene k-Vektorräume. Und hier stehen ganz viele Vektorräume, die wir aber bisher als solche noch gar nicht aufgefasst haben, sondern wir haben gesagt, in der Matrix, ja, das ist irgendwie eine Funktion, die bildet Vektoren auf Vektoren ab. Das ist die Matrix-Vektor-Multiplikation und die ist halt in einer bestimmten Weise hingeschrieben. Und das ist eine sehr vernünftige Herangehensweise, sich das so vorzustellen, was eine Matrix ausdrückt. Aber ich kann auch sagen, Matrizen kann ich addieren und ich kann Matrizen mit einem Körperelement multiplizieren. Und wenn ich das mache, dann gelten die Rechenregeln, die oben in der Definition gestanden haben, und damit bilden die Matrizen einen Vektorraum. Und Matrizen, die kann sie sich aber jetzt nicht als Pfeile vorstellen, sondern das sind eher so Funktionen eben. Das macht aber nichts. Einen Vektorraum bilden sie trotzdem, weil ich kann mit ihnen rechnen, so wie ich mit Pfeilen rechnen kann. Dann noch eins. Wenn wir mal ausgehend von so einem Vektorraum wählen ein paar Vektoren aus, so seien V1 bis Vk in k hoch n und sei V gleich die Menge aller Linearkombinationen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, die spielen eine sehr große Rolle. Das ist also eine Ebene durch den Nullpunkt oder eine Gerade durch den Nullpunkt oder eben etwas höherdimensionales. Alpha 1 V1 plus 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 Alpha K Vk, wo die Alphas beliebige Körperelemente sind. Das ist also eine bestimmte Teilmenge von K hoch N. Und das ist auch ein Vektorraum. Also zum Beispiel könnten Sie sagen, wenn Sie im R3 sind, R3 würde die Rolle von einem K hoch N spielen, und Sie nehmen hier so eine Ebene, von der ich hier jetzt nur einen Ausschnitt natürlich zeichne, die aber beliebig weitergeht, nach da und nach da. So. Den Nullpunkt enthält so eine Ebene, das wäre das V. Da hätten wir dann hier vielleicht, das ist das V1 und das ist das V2. Und die Ebene besteht aus allen Linearkombinationen von V1 und V2. Ja, das ist dann eine Ebene. Und da gibt es dann auch eine Addition und eine Multiplikation. Das ist die von dem R hoch N geerbt wird. Und weil ich aber aus der Ebene nicht rausfallen kann, weil die ja alle Linearkombinationen enthält, und wenn ich zwei Linearkombinationen addiere, dann kriege ich wieder eine Linearkombination. Das hatten wir schon. Diese Menge aller Linearkombinationen bildet eine Untergruppe bezüglich Plus. Und auch wenn ich sie strecke, wenn ich eine Linearkombination von den Vs habe und strecke das, dann wird das nicht plötzlich in eine komplett andere Richtung zeigen, sondern es zeigt in die gleiche Richtung. Ist also auch wieder eine Linearkombination von den Vs. Und damit ist also das V zusammen mit dem Plus und dem Mal, das es von dem K auf N hat, ebenfalls ein Vektorraum. Und solche Vektorräume haben wir jetzt verschiedentlich schon gesehen. Und wir werden sie jetzt noch öfter sehen, deshalb definieren wir da eine Notation, damit ich nicht immer schreiben muss, die Menge aller Linearkombinationen mit irgendwelchen Parametern, die durch den Grundkörper laufen. Notation, ich nehme so Spitze Klammern und schreibe da die Vs rein. Und mit dieser Notation meine ich das. Meine ich also, diese Notation ist das ist was anderes als das hier. Das hier ist die Menge, die diese Vs enthält. Das sind k Stück, wenn die alle verschieden sind, es enthält diese Menge k Elemente. Da oben, das ist auch eine Menge, aber die Spitzenklammern bedeuten etwas anderes als die geschweiften Klammern. Die Spitzenklammern bedeuten nämlich, dass hier gemeint ist, nicht nur die Vs sind da drin, sondern auch alles, was ich aus den Vs bilden kann. Also alle Linearkombinationen, die ich aus den Vs bilden kann, mit irgendwelchen Koeffizienten aus dem Körper. Das soll das hier sein.
Und man sagt dann, das ist der von V1 VK aufgespannte Vektor. Oder man sagt, V wird von V1 bis VK erzeugt. So, das aufgespannt, das sieht man irgendwie hier an dem Bild. Wenn Sie sich vorstellen, dass das V2 wäre nicht da, dann würde die Ebene zusammenklappen auf eine Gerade, dann wären die Vielfachen einfach nur von V1 wäre diese Menge V und das geometrische Objekt, was hier dann die Ebene ist, das wird eben von V1 und V2, die sind sozusagen wie die Tragflächen, die sagen, in welche Richtung die Ebene geneigt ist. Okay, solche Vektorräume haben wir also wie gesagt schon mal öfter gesehen, das könnten wir jetzt nochmal zusammenfassen. Und zwar ist es so, zu jeder Matrix A in K hoch N Kreuz M gehören vier solche Räume. Nämlich erstens der Spaltenraum, das ist der Raum, also der Spaltenraum, das ist im A, das ist gleich die Menge aller wie schreiben wir das hin? Ja, die Menge aller y in k hoch n für die, oder sagen wir so, Menge aller a mal x, wobei x durch k hoch m läuft. Das ist dann insgesamt eine Teilmenge von k hoch n. Das ist also, warum heißt das Spaltenraum? Das ist die Menge aller Linearkombinationen von Spalten von A. Also wenn das A so ist, A1, AN, dann wäre das im A mit der Notation, die wir da oben gerade eingeführt haben, wäre das V1 bis VK, V voneinander. A1 bis AN. Das ist der Spaltenraum. Dann gibt es natürlich den Zeilenraum. Das nennt man das Co-Image. Und das ist definiert einfach als, okay, das können wir jetzt sagen, das ist das Bild von A transponiert. Das ist die Menge aller Linearkombinationen von Zeilen von A. Also das wäre, also wenn das A so bezeichne, AN, dann wäre das Co-Bild, Co-Image, wäre dann das Erzeugte von denen hier. Hier, das müssten M sein. So, ich habe gesagt, vier Räume können jeder Matrix zugeordnet werden. Das sind jetzt erst zwei. Was jetzt noch fehlt, ist der Kern. Der Kern von A, das war ja die Menge aller x in k hoch m, für die gilt ax gleich 0. Und für die hatten wir gesehen, das ist auch die Menge aller Linearkombinationen von bestimmten Vektoren. Das sind genau die, die Sie mit dem Gauss-Algorithmus ausrechnen. Die lassen Sie also auch dann so schreiben, mit so spitzen Klammern. Aber das kann ich nicht direkt aus der Matrix ablesen, sondern da müssen Sie halt Normalform bilden, minus 1 Zeilen einfügen und Spalten auswählen und dann kriegen Sie die. Das wäre der dritte Raum und der vierte, das ist dann der Co-Kern von A, das ist die Menge, ja, das ist einfach der Kern von A transponiert. Den kann ich natürlich auch genauso ausrechnen und der hat dann auch die gleiche Gestalt. Was gibt es noch? Also wir waren dabei,
Beispiele für Vektorräume aufzulisten. Und jetzt haben wir gesehen, gut, diese Vektorräume, die wir jetzt da einer Matrix zu einer Matrix assoziiert haben, das sind so Vektorräume, wie wir sie schon kennen. Menge aller Linearkombinationen von irgendwas, na, das sind dann letztlich doch Pfeile und wir können uns da geometrisch was drunter vorstellen, selbst wenn es vielleicht hochdimensional ist. Wir haben die dreidimensionale Anschauung und das ist gut genug. Aber es gibt eben auch Vektorräume, die keine direkte geometrische Anschauung haben und deshalb auch nicht komplizierter sind, sondern mit denen kann man ganz genauso rechnen. Und zwar ist zum Beispiel Q-adjungiert Wurzel 2 ist ein Q-Vektorraum. Oh, was heißt das? Das hier war, das war definiert als wir über Körper gesprochen haben, hatten wir das als Beispiel schon mal. Das ist die Menge aller A plus B Wurzel 2, wo A und B aus Q sind. Das ist dann eine Teilmenge von R. Und wir können diese Teilmenge dann aufschreiben mit der Notation von vorher. Das ist der von 1 und Wurzel 2 in R erzeugte Vektorraum. Überhaupt auch R ist ein Q-Vektorraum. Denn ich kann ja einfach die ganz normale, übliche Multiplikation und Addition nehmen und sage, ich will aber jetzt nie zwei reelle Zahlen miteinander multiplizieren. Das kann ich zwar auch, dann würde ich sagen, das A ist dann ein Körper oder zumindest ein Ring. Sondern ich will immer sagen, ich schränke mich ein bisschen ein, ich will etwas strukturell einfacheres haben als einen Körper. Ich will das R als Vektorraum auffassen über einem Körper, den ich vielleicht ein bisschen besser verstehe, den Körper der rationalen Zahlen. Und dann sage ich, okay, zwei reelle Zahlen kann ich miteinander addieren und ich kann jede reelle Zahl mit einer rationalen multiplizieren. Und wenn das die beiden Operationen sind, dann würden sie das R auffassen als einen Q-Vektorraum. So. Geometrische Bedeutung hat das nicht. Aber rechentechnisch ist das, was sie dann tun, genau dasselbe, wie wenn sie die Punkte in R irgendwie auffassen würden als Pfeile in einem Raum, dessen Grundmenge Q ist. Okay, also ja, geometrisch ist das nicht so überzeugend vielleicht, das muss aber auch nicht sein. Also Q, R ist ein Q-Vektorraum. Oh, und dann können wir natürlich weitermachen, da gibt es noch ganz viele. Da können wir sagen, C ist ein R-Vektorraum und C ist auch ein Q-Vektorraum. Oh, und natürlich haben wir dieses Ding hier, ist ja auch ein Körper. Ich könnte dann auch sagen, R ist ein Q-Wurzel 2-Vektorraum. Dann wird es aber ein bisschen verwirrend, weil ja, mal ist das Ding ein Vektorraum, mal ist das Ding ein Körper. Und jetzt sehen Sie, warum ich gar nicht damit erst angefangen habe, Pfeile über die Vektoren zu machen. Denn ob ein X ein Körperelement oder ein Vektorraumelement ist, das hängt ein bisschen von der Tageszeit ab. Mal ist es das eine, mal ist es das andere. Und da brauchen wir nicht da die Verwirrung durch verschiedene Notationen auch noch größer zu machen. Was haben wir noch? Oh, wissen Sie noch, was Polynome sind? Kx war die Menge aller Polynome. Also das heißt hier, die Menge aller Polynome sieht irgendwie so aus. P ist P0 plus P1x plus P2x² plus PDx hoch D mit P0 plus bis PD in K. Und da haben wir gesagt, das war mal ein Beispiel für einen Ring. Ich kann Polynome miteinander addieren, ich kann Polynome miteinander multiplizieren. Und jetzt mache ich wieder so wie vorher mit den reellen Zahlen. Ich vergesse kurz, dass ich Polynome miteinander multiplizieren kann. Und sage, ich will immer nur
Polynome multiplizieren mit Körperelementen. Wenn ich das mache und so einschränke, dann ist das kx kein Ring mehr, aber es ist immer noch ein Vektorraum. Also kx ist ein k-Vektorraum. Ein k-Vektorraum mit dem Plus und Mal. Ja, weil Sie können, im Prinzip heißt es, einen Vektorraum zu haben, heißt, Sie haben einen Begriff davon, was es bedeutet, Linearkombinationen zu bilden. Und das können Sie natürlich mit Polynomen. Sie können sagen, wenn Sie das Polynom 3 minus 2x plus x Quadrat haben und dann vielleicht noch 1, 1 plus x hoch 9. Und Sie wollen das linear kombinieren, dann nehmen Sie hier 5 mal dem plus 2 mal dem. Ja, und dann ist klar, was passiert. Dann haben Sie hier 15 plus 2 ist 17 und dann minus 10 plus 1 ist minus 9 plus 5x Quadrat plus 2 ist 8. Genau, und plus 2x hoch 9. Okay, also das hier wäre Alpha mal P plus Beta mal Q. Okay, das hier ist die Multiplikation von einem Körperelement mit einem Vektor. Und das hier auch. Ein Vektor heißt aber jetzt nur ein Polynom. Das ist einfach nur eine Rechengröße. Wofür Sie das dann brauchen oder wofür Sie das dann einsetzen, ist Ihnen überlassen. Unter einem Polynom kann man sich aber jetzt wieder nicht ohne weiteres einen Pfeil vorstellen, sondern ein Polynom ist halt einfach eine Liste von Koeffizienten, die endlich ist oder die dann irgendwann nur noch Nullen enthält und für die wir aber nicht von vornherein wissen, wie lang sie ist. Das ist anders als beim k hoch n, da wissen wir, alle Vektoren haben die Länge n. Und das hier ist ein bisschen was anderes. Macht aber nichts, rechnen können wir damit trotzdem. Und wir könnten auch sagen, wir schränken das ein bisschen ein. Sagen wir, die Polynome, deren Grad höchstens 3 ist, das ist die Menge aller P0 plus P1x plus P2x² plus P3x3, wo P1, P2, P3 und P0 durch K laufen. Das wäre eine Teilmenge von Polynomring, vom Polynomraum. Oh, und da kann ich jetzt wieder sagen, oh, das ist jetzt in Wirklichkeit, ist das die Menge aller Linearkombinationen von, also das ist die Menge aller Linearkombinationen von 1, weil hier steht x hoch 0, x, x Quadrat, x hoch 3. Okay, Linearkombinationen kommen hier überall vor, da jetzt also auch wieder. Und das heißt also, die Menge aller Polynome vom Grad höchstens 3 bildet ihrerseits auch wieder einen Vektorraum und der verhält sich zum gesamten Polynomraum irgendwie so wie eine Ebene zum dreidimensionalen Raum. Das liegt da irgendwo drin. Okay. Okay, einen habe ich noch. Nehmen wir Folgen. Folgen in R sind auch lustig. Sagen wir, V ist Rn, also das heißt, es ist die Menge aller Folgen in R. Und da könnte ich jetzt auch wieder sagen, ich mache das zu einem Vektorraum, einem R-Vektorraum, wenn man definiert, Folgendes, also ich habe jetzt zwei Folgen, A1, A2, A0, A1, A2 und so weiter, und muss erklären, was ist das da, plus B0, B1, B2 und so weiter, und ich definiere das einfach termweise, also das soll rauskommen, wieder eine Folge, und zwar die Folge, die ich kriege, wenn ich in der nullten Komponente die beiden nullten Komponenten der Summanden addiere, mit dem Plus aus R, das sind ja richtige Zahlen dann jetzt, das A0 und das B0, und das A1 plus B1
a2 plus b2 und so weiter. Das ist eine Addition. Mit dieser Addition wird die Menge aller Folgen zu einer abelschen Gruppe. Und dann baue ich noch eine Streckung, eine Skalarmultiplikation, und die definiere ich auch in einer Weise, die relativ naheliegend ist. Und zwar, dass ich das Alpha einfach auf jedes Element, auf jeden Term der Folge drauf multipliziere mit der Multiplikation aus R. So. Okay, also das ist jetzt auch wieder ein Vektorraum, dessen Elemente man sich besser nicht als Pfeile vorstellt, sondern am besten gar nicht vorstellt, sondern mit denen man einfach nur so rechnet, wie man es gewohnt ist vom K hoch N, aber man lässt die geometrische Intuition immer weiter zurück, weil man sie dann irgendwann nicht mehr braucht. Das ist so wie bei 3. Sie können ja auch mit 3 rechnen, obwohl Sie noch nie eigentlich eine 3 gesehen haben. Sie haben in der Volksschule irgendwann mal angefangen mit 3 Äpfel plus 4 Äpfel, gibt 7 Äpfel. Aber dann haben sie irgendwann die Äpfel weggelassen und haben dann gesagt, haben akzeptiert, dass 3 plus 4 einfach 7 ist. Und so machen wir das jetzt hier auch. Also wir haben am Anfang gesagt, wir stellen uns die Vektoren als Pfeile vor und dann wissen wir irgendwie, wo man aufpassen muss, wie kann man mit denen rechnen. Das hat alles eine geometrische Anschauung. Die war hilfreich zum dran gewöhnen, aber jetzt lassen wir die weg. Und das, was übrig bleibt, ist, so wie 3 und 4 einfach nur Rechengrößen sind, die man in diesem oder in jenem Zusammenhang gewinnbringend einsetzen kann. Noch einen. Nehmen wir die Menge aller konvergenten Folgen, k. Menge aller konvergenten Folgen. Ich schätze, dass Sie das in der Analysis inzwischen schon gesehen haben. Also das ist eine Folge ist konvergent, wenn sie einen Grenzwert hat. Und man zeigt dann in der Analysis, dass die Summe zweier Grenzwerte der Grenzwert der Summen ist. Und dass das Alpha-fache eines Grenzwerts ist der Grenzwert der Alpha-fachen Folge. Das bedeutet aber, dass k in dieser Menge hier, in der Menge aller Folgen, eine Menge ist, die abgeschlossen ist unter der Bildung von Linearkombinationen. Und damit ist es wieder sowas wie vorher, wo wir gesagt haben, ja, das liegt da irgendwo drin, bildet aber seinerseits auch wieder einen Vektorraum, eine Vektorraumstruktur. K hoch n ist auch ein Vektorraum. Ein R-Vektorraum. Oh, und dann könnte ich noch weitermachen und sagen, n, die Menge aller Nullfolgen. Die liegt dann da noch drin, das ist die Menge aller Folgen, deren Grenzwert 0 ist, also die einen Grenzwert haben und wo der Grenzwert 0 ist, die liegt in k und das k, haben wir gerade gesagt, liegt da drin. Und auch das ist dann wieder abgeschlossen unter der Bildung von der Linearkombination und damit auch ein Vektorraum. Über dem Körper R. Und naja, machen wir noch einen. Ich weiß nicht, ob Sie in der Analysis schon von stetigen Funktionen gehört haben, aber Sie haben sicher schon von Funktionen gehört. Sagen wir, Funktion R nach R ist stetig. Falls, naja, das kann man jetzt dann hinschreiben, das mag ich aber nicht, das ist eigentlich unerheblich. Die Anschauung ist von Stetigkeit, dass Sie den Funktionsgraph zeichnen können, ohne den Stift vom Papier nehmen zu müssen. Also Sie haben nicht irgendwie sowas, was dann hier dann hochspringt und sowas. Das wäre nicht stetig. Das hier oben ist stetig. Und in der Analysis zeigt man, wenn f und g stetig sind, zwei stetige Funktionen, dann ist auch f plus g stetig.
Und was ist f plus g? Also das ist die f plus g, hatten wir schon mal definiert, die Summe von zwei Funktionen. Das soll die Funktion sein, die, wenn ich sie auf ein x anwende, die Summe der beiden Funktionswerte von f und g liefert. Okay. Und außerdem, wenn f stetig ist und Alpha irgendein Faktor, eine Konstante, dann ist auch Alpha f stetig, wobei Alpha f die Funktion ist, die angewandt auf ein x das Alpha-fache des Funktionswerts von f an der Stelle x liefert. Und damit ist, also was heißt damit? Damit heißt, mit diesem Plus und mit diesem Mal ist die Menge c rr aller stetigen Funktionen auch ein R-Vektorraum. Der wird international übliche Schreibweise ist C, weil stetig heißt auf Englisch continuous. Okay, das ist die Menge aller stetigen Funktionen. Die bildet auch einen sehr großen Vektorraum, der keine unmittelbare geometrische Anschauung erlaubt, der uns aber jetzt trotzdem zugänglich ist mit diesem neuen Begriff des allgemeinen Vektorraums und damit hören wir mal auf und das nächste Mal zeige ich Ihnen einige Dinge über Vektorräume. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.